Liebe Glaubensgeschwister, liebe Mitchristen, ein drittes Bibelwort aus dem Lukas-Evangelium wird uns in der diesjährigen Bibelwoche geschenkt und möge unser Gehör finden und unser Herz erreichen. Ein Pharisäer aber lud Jesus ein, mit ihm zu essen. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und seht, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin galt, hörte, dass Jesus im Hause des Pharisäers aß, und brachte eine Alabasterflasche Salböl. Dann begab sie sich nach hinten zu seinen Füßen und weinte. Mit den Tränen begann sie seine Füße zu benetzen, mit ihren Haaren trocknete sie diese, und sie küsste und salbte seine Füße mit Salböl. Jesus wandte sich der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber benetzte meine Füße mit Tränen und trocknete sie mit ihren Haaren. Du gabst mir keinen Begrüßungskuss. Sie aber, seit sie hereingekommen ist, hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden wurden ihr vergeben, denn sie liebt stark. Wem aber wenig vergeben wurde, der liebt nur wenig. Er sagte zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Am gemeinsamen Tisch begannen sie zueinander zu sagen: Wer ist er, dass er auch Sünden vergeben kann? Er sagte zu der Frau: Deine Glaubenstreue hat dich gerettet. Gehe in Frieden. An diesem Abend hat es geknistert, das ist sicher. Simon der Pharisäer hat Jesus, den bewunderten und durch Galiläa wandernden Lehrer, zu einem Gastmahl gebeten. Und Jesus ist gekommen. Nun liegen die Männer, wie es damals üblich war, um den gedeckten Tisch, erzählen, tauschen sich aus, diskutieren, genießen die Speisen und lassen sich den Wein schmecken. In die Runde der Männer tritt eine namenlose Frau. Eine, von der alle sicher zu wissen meinen, wer sie und wie sie ist. Eine stadtbekannte Sünderin. Sie ist schon in einer ganz bestimmten Schublade. Sie durchbricht mit ihrer Unreinheit als Sünderin im Betreten dieses Hauses schon die erste Grenze. Der Skandal nimmt unversehens seinen Lauf. Ohne Worte, aber dafür mit einem sprechenden Tun wirkt sie und äußert sie sich. Jesus sucht sie. An ihn tritt sie heran und ihre Tränen fließen schon. Sie treffen Jesu Füße und mit ihren Haaren trocknet sie diese wieder ab. Die zweite Grenze überschritten.
Und als ob das nicht schon dem Fass den Boden ausschlagen würde, nun küsst sie Jesu Füße, bricht ein sündhaft teures Alabastergefäß mit Myrrhe und salbt sie, diese seine Füße. Dritte Grenze missachtet. Sicher hat es in diesem Moment geknistert, aber mehr noch werden unverständige Blicke und verstörte Körperhaltungen dominiert haben. Dazu noch der wohlriechende Duft des Salböls. Was für ein Skandal! Schert sich diese Frau gar nicht um die Sache Gottes, seine Gebote und die Satzungen der Tradition? Jesus müsste doch genau wissen, wer sie ist und welche Geschichte sie mitbringt. Warum lässt er diesen Skandal zu und verweigert sich nicht? Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, Jesus wusste, wer diese Frau ist. Und gerade deshalb lässt er sie an sich heran. Es ist für ihn eine Gelegenheit, den ganz anderen Gott zu offenbaren, den die normal moralistischen Menschen nicht ertragen können. Die namenlose Frau sucht die Nähe zu Jesus. Sie hat gehört und in den Erzählungen von und über ihn erspürt, dass bei ihm Heil und Heilung, Umkehr und Neuausrichtung beginnen können. Bei ihm. Er lebt ohne Berührungsängste, ohne Schubladendenken. Ihn kümmern die althergebrachten Satzungen dann nicht, wenn sie den Weg zum Leben versperren und Menschen ausschließen. Durch ihn und in ihm ist der biblische Gott, der sein Volk schon durch eine lange Geschichte rettend und befreiend begleitet hat, so unvergleichlich frisch und neu erlebbar. Gott ist zu Gast im Raum, erlebbar und zu spüren, zeigt sich verletzlich und verwundbar im Hier und Jetzt. Diese namenlose Frau, von der Lukas, der Evangelist, erzählt, macht ernst mit dem Angebot Gottes, mit uns Menschen zu sein. Sie geht los, sieht das offene Haus, nutzt den Moment und handelt. Sie öffnet ihr Herz und lebt die Verbundenheit zu Jesus mit ihren Möglichkeiten aus. Gegen die Widerständigkeit von Sitte und Moral, Standesdünkel und Männerbündigkeit, wieder die Kopflastigkeit und vorgetäuschter Zugewandtheit. Wer Jesus begegnen kann, sollte die Gelegenheit beim Schopf packen. Er wird die Begegnung auf jeden Fall begrüßen. Und in Frieden kann der Mensch, kann sie bzw. er dann auch wieder von Jesus weggehen und seinen Lebensweg froh beschreiten. Denn aus der Begegnung mit Jesus erwachsen die Vergebung von Schuld und Versagen, Mut und Lust zu neuen Wegen, erwächst ein fröhliches Herz und fließt ein fortdauernder Strom der Liebe. Kostbar war der Moment, als sie das Haus betrat, das Salböl in den Händen, um Liebe zu verschwenden. Kostbar war der Moment, gepriesen, was sie tat. Kostbar war der Moment, als sie mit leichtem Gang die
baue dir Bedenken, durch Schritt und Trost zu schenken, kostbar war der Moment, für sie ein Lobgesang. Kostbar war der Moment, als sie das Siegel brach und Duft das Haus erfüllte, sie zärtlich Ängste stillte. Kostbar war der Moment, Erinnerung wird nach. Kostbar war der Moment, als Jesus sie bewahrt, sie schützte und sie ihn.